Seid ihr hyped auf das Buju? Alter, ich bin richtig hyped. Boah, habt ihr auch so ein pumpendes Herz? Ist euch auch so unglaublich warm gerade? Ah, okay, wir machen uns jetzt warme Gedanken. Seid ihr bereit? Alter, mein Herz pumpt richtig. Pumpt euer Herz auch schon? Ey, ich kann es selber kaum glauben, dass wir jetzt hier sind. Ich liebe diesen Ort, ich liebe den Deich und dieses Gelände. Findet ihr es auch schon gut? Mögt ihr eure Homezone? Mögt ihr die Menschen, die neben euch sitzen? Das ist gut, ihr seht fantastisch aus. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ah, ich finde es richtig geil, dass heute wieder Buju ist. Heute ist wieder Buju, ne? Ja, gehen wir hin, ne? Schön. Ah, Leute, ich habe heute Abend drei Fragen an euch. Ich habe drei Fragen für euch mitgebracht, die ich euch heute Abend stellen möchte, die für euer Buju vielleicht ziemlich wichtig sind. Die erste Frage ist eher allgemein. Die erste Frage an euch ist: Ist euch Gott schon mal begegnet? Ist dir Gott schon mal begegnet? Bist du Gott schon mal begegnet? Ja, das ist gut. Nice. Vielleicht denkst du jetzt, ja, genau, mir ist Gott schon mal begegnet. Ich bin Gott schon mal begegnet. Oder vielleicht denkst du auch, Digga, was ist das denn für eine doofe Frage? Wie willst du denn Gott begegnen? Du kannst Gott ja nicht sehen, du kannst ihm nicht auf der Straße begegnen, beim, was macht die jungen Leute so, Zeitungen kaufen beim Kiosk. Man trifft ihn normalerweise nicht auf der Straße, an der Tankstelle oder, was weiß ich, beim Falafel King. Wie soll man dem begegnen? Und das ist schon echt so eine Sache, oder? Also wie kann man darüber sprechen, wie man Gott begegnet? Wie begegnet man Gott? Weil, also ganz ehrlich, ich könnte euch ja jetzt irgendwas erzählen, oder? Also ich könnte mir jetzt irgendwas ausdenken. Ja, und ich sag euch was, es gibt echt viele, viele crazy Leute, die euch alles Mögliche darüber erzählen wollen. Ja, ja, ist richtig schwer, darüber zu sprechen eigentlich. Es ist gar nicht so einfach. Und ich weiß nicht, wie viele Leute dir schon versucht haben, Gott zu erklären. Wie ist Gott? Wie ist er so drauf? Was macht er so? Ich verrate dir jetzt mal was. Immer wenn dir jemand versucht, was über Gott zu erklären oder Gott zu erklären, wie Gott ist oder wie er nicht ist oder sie oder wer auch immer, dann sind das immer nur Hinweisschilder. Wenn dir jemand versucht, was über Gott zu erzählen oder dir irgendwas über Gott erzählt, dann ist das immer nur ein Hinweisschild. Es ist halt immer nur etwas, was andere über Gott sagen, wie Gott ist. Und ey, das kann mega kraftvoll sein. Das kann wirklich total kraftvoll sein. Es kann dir richtig viel Power geben in deinem Glauben. Es kann dich stärken und alles und so. Aber am Ende des Tages brauchst du selber, du ganz persönlich, irgendwie selber einen Kontakt zu Gott. Das ist meine Überzeugung. In irgendeiner Form brauchst du am Ende des Tages selber einen Kontakt zu Gott. Sonst ist es ultra schwer zu glauben. Es ist ultra schwer, was aufrechtzuerhalten, wo man sagt, ey, das ist einfach nur irgendwie wichtig. Oder das ist einfach richtig, weil meine Eltern haben schon gesagt, dass das richtig ist. Meine Großeltern haben das gesagt. Mein Pastor sagt das. Mein Jugendleiter, meine Jugendleiterin, die Leute bei mir um mich rum, meine ganzen Freunde, kleiner Scherz, sagen, dass das richtig und wichtig ist. Ja, das reicht, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist ultra schwer, einen Glauben zu leben, der so ist. Ich glaube, man braucht selber eigene Erlebnisse mit Gott. Sogenannte Erfahrungen. Oh. Erfahrungen mit Gott. Und die kann man nur selber machen. Die kann niemand anders für euch machen. Meine Überzeugung ist also, heute Abend, das geht. Ja, du kannst Gott begegnen. Ja, das funktioniert. Ich weiß nicht, ob dir es schon mal passiert ist oder nicht. Aber das passiert in Erfahrungen. Gott begegnen passiert in Erfahrungen, in Erlebnissen. Und ich glaube, dass man Gott eben so begegnen kann, tatsächlich. In Erlebnissen, Erfahrungen, die wir so machen. Und darüber zu sprechen, ist jetzt echt wieder schwierig, weil es geht halt nur als Hinweisschild. Und deswegen habe ich euch jetzt hier mal was mitgebracht. Boah. Wisst ihr, was das ist? Ein Hinweisschild, richtig, das habe ich selbst gemalt. Nicht schlecht, oder?
Sehr gut. Jetzt wäre es schön, wenn ich meine Stifte noch bekommen könnte. Ich frage mal eben. Hallo, Kaimo, kann ich meine Stifte noch bekommen? Also, ein Hinweisschild. Erfahrungen, die wir machen, sind wichtig. Und alles, was ich euch jetzt erzähle, kann nur so eine Art Hinweisschild sein. Und ich habe euch ein ganz großes Hinweisschild mitgebracht. Und zwar einen Bibeltext. Ein Bibeltext aus dem Alten Testament oder besser aus dem Ersten Testament. Danke, Applaus für meine Stifte. Und dieser Bibeltext, den ich euch mitgebracht habe, ist einer, also ernsthaft einer meiner Lieblingstexte. Ich finde den richtig, richtig schön, denn darin geht es um eine ganz besondere Erfahrung mit Gott, die ein Mensch macht. Und dieser Mensch ist Mose. Wer kennt Mose? Schon mal gehört? Ja, in der Bibel irgendwo rechts oben in der Ecke. Genau, Mose, ganz bekannte Person aus dem ersten Teil der Bibel. Und die hat eine Erfahrung mit Gott gemacht, diese Person. Die passt wie so eine Schablone auf unsere Erfahrung, die wir mit Gott machen. Also das, was in diesem Text drinsteht, das ist wie so eine Beschreibung von so Dingen, die wir alle irgendwie kennen, wenn wir, oder die ganz viele Leute auch so erleben, wenn sie Gott begegnen. Ich lese euch den Text mal vor, hört mal. Also, 2. Mose, Kapitel 3. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters. Herde, Ziegen und Schafe. Einmal trieb Mose die Herde über die Steppe hinaus und so kam er an den Berg Horeb. Da erschien ihm der Herr. Eine Flamme schlug aus einem Dornbusch. Mose bemerkte, dass der Dornbusch in Flammen stand und trotzdem nicht verbrannte. Mose sagte sich, ich will dahin gehen und mir diese auffallende Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Der Herr sah, dass Mose vom Weg abbog und sich die Erscheinung ansehen wollte. Da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch. Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus. Der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Das war der Bibeltext. Ich habe ihn etwas gekürzt an manchen Stellen. Ich habe ihn kurz gehalten, ich habe es versucht. Und diese Geschichte von Mose, die spielt vor langer, langer, langer Zeit. Als es noch keine iPhones gab, keine Smartphones, kein Internet. Es gab noch nicht mal Instagram und TikTok, wo er ein Reel davon machen könnte, wie dieser Dornbusch eben nicht verbrennt. Diese Geschichte spielt in der Wüste, in der Steppe, ziemlich tristes Gebiet, ziemlich langweilig, kein LTE, ich glaube noch nicht mal Edge. Und genau da begegnet Mose Gott. Mose ist also nicht auf einem Event, wie hier auf dem Buju. Der ist einfach im Alltag. Und er hütet die Ziegen und die Schafe von seinem Schwiegervater. Und ich sage euch was, die Ziegen und Schafe von seinem Schwiegervater hüten, das war damals nicht die geilste Aufgabe. Es war nicht so glanzvoll. Ehrlich gesagt war das ein ziemlicher Scheißjob. Also ehrlich, das war fast eine Stunde Demütigung, dass man das machen sollte. Es war also eine richtig doofe Aufgabe in einer total tristen Umgebung, mitten im Alltag. Und da sieht er auf einmal etwas, was ihn wie magisch anzieht. Einen brennenden Busch. Und das war erstmal gar nicht so ungewöhnlich. Ja, weil es kann schon mal passieren, dass so ein Dornbusch in der Wüste anfängt zu brennen. Wäre das nicht schön, wenn wir jetzt einen brennenden Dornbusch hier hätten, der nicht verbrennt? Ist euch auch kalt? Ist euch kalt? Geht's euch gut? Wem ist nicht kalt? Könnt ihr bitte die anderen wärmen? Okay. Also so ein brennender Dornbusch in der Wüste ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Dort war es im Gegensatz zu hier sehr heiß, da konnte schon mal so ein Busch entzünden. Das Besondere ist, dieser Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Also er brennt die ganze Zeit weiter. Und Mose fragt sich, sag mal, was ist da denn los? Das möchte ich mir doch mal genauer angucken. Er wird neugierig, er will sich das anschauen. Auch interessant, ja, Gott zieht Mose zu sich, nicht Mose geht
entscheidet sich, oh, heute ein brennender Dornbusch, das wär's. Nein, Gott begegnet Mose, wo er möchte. Und dann spricht Gott zu ihm aus dem Busch. Mose, Mose, komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus, der Boden hier ist heilig. Und dann, Leute, ich sag's euch, da kommt ein wirklich, wirklich langes Gespräch zwischen Mose und Gott. Es ist actually das längste Gespräch zwischen einem Menschen und Gott, was es überhaupt in der ganzen Bibel gibt. Es ist 2 Kapitel, glaube ich, lang. Und es ist wirklich spannend. Ihr solltet euch das unbedingt mal reinziehen, wenn ihr mal Zeit habt und Bock habt, ein gutes Gespräch zwischen Gott und Mensch zu lesen. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor, aber die ganz, ganz, ganz kurze Kurzfassung ist, dass Gott sagt, dein Volk, Mose, die Israeliten, ich weiß, dass die in Versklavung sind in Ägypten. Und ich habe das gesehen. Und ich sehe, dass es denen richtig dreckig geht. Ich habe das alles gehört. Die Klage, das Flehen, und ich möchte sie da rausholen. Ich bin gekommen, ich zeige mich dir, um sie da rauszuholen. Und du, Mose, du sollst zum Pharao gehen, dem Chef der Sklaventreiber, und sagen, Pharao, lass die Leute gehen. Und Mose sagt, jo, sicher, nope, auf gar keinen Fall. Wie soll ich denn das machen? Aber Gott bleibt hartnäckig und er sagt, doch, mach das. Mose, ich werde bei dir sein. Und das Gespräch geht weiter und es passieren noch viele krasse Dinge in dem Gespräch. Gott sagt Mose seinen Namen, also wie Gott heißt. Ziemlich krass, müsst ihr mal nachlesen. Könnt ihr am besten selber gucken. Jetzt ist meine Frage, bist du Gott schon mal so begegnet? Vielleicht so ähnlich? Vielleicht nicht in so einem brennenden Dornbusch? Vielleicht auch nicht mit so einer Stimme, aber hattest du schon mal eine Begegnung mit Gott? Ich weiß nicht, wie du dir eine Begegnung mit Gott vorstellst. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Gott kann dir in anderen Menschen begegnen. Er kann dir in einem guten Gedanken begegnen, den du vielleicht von anderen aufnimmst oder der dir selber kommt. In einem guten Gefühl, in einem schlechten Gefühl. Du kannst Gott begegnen, wenn du anderen hilfst oder wenn du dich für andere einsetzt. Du kannst ihm in der Natur begegnen oder einfach im Alltag bei einer blöden Aufgabe wie Mose. Hast du Gott schon mal getroffen? Das ist meine erste Frage für dich heute. Die zweite Frage, die kommt jetzt. Seid ihr bereit für die zweite Frage? Seid ihr überhaupt noch da? Okay, die zweite Frage ist, wenn du Gott begegnet bist oder Gott begegnen würdest, woran erkennst du eigentlich, dass es Gott ist, dem du begegnest? Also woran würdest du erkennen, dass es wirklich Gott ist? Woran würdest du erkennen, dass du Gott erlebt hast? Weil es gibt da ein Problem, es gibt da eine gewisse Verwechslungsgefahr. Gottes Stimme vermischt sich nämlich manchmal mit Stimmen, die es in uns drin gibt oder um uns rum. Und manchmal denken wir, wir hätten irgendwas Krasses von Gott irgendwie gehört oder so, ihn getroffen. Und in Wirklichkeit ist das irgendwie auch eine ganz laute Stimme, die es in uns gibt. Und damit man das so ein bisschen auseinanderhalten kann, möchte ich jetzt euch heute so ein paar Hinweise auf mein Hinweisschild hier schreiben, wie ich das erlebt habe in meinem Leben und wie ich das auch aus dem Text hier so rauskristallisieren würde, okay? 3 konkrete Dinge. Und diese 3 Dinge, die haben alle was gemeinsam. Die 3 Dinge, die haben alle eine Wärme in sich. Gutes Thema für heute, ne? Wärme. Okay? Sie wärmen dein Herz. Eine Begegnung mit Gott strahlt Wärme aus. Sie ist nicht kalt. Eine Begegnung mit Gott ist nicht kalt. Es hätte ja auch dastehen können, Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters und dann sah er in der Wüste einen Eisklotz, der nicht schmolz. Hätte sein können. Steht nicht da. Es ist ein Feuer. Ein brennender Dornbusch. Also, Erfahrungen mit Gott haben eine gewisse Wärme. Was sind jetzt also diese 3 Erkennungsmerkmale, die alle diese Wärme in sich tragen? Das erste ist, Nähe Gottes.
Gottes Nähe. Du kommst Gott bei so einer Erfahrung unheimlich nah. Und du weißt es auch. Du weißt, dass er es ist. Ich weiß in einem so einem Moment, ich bin gerade in Gottes unmittelbarer Nähe. Es ist vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es ist irgendwie so. Okay. Und ich höre auf einmal auf, über Gott zu reden, über Gott nachzudenken, wie Gott wohl so ist, sondern auf einmal merke ich, ich bin im direkten Kontakt mit Gott, in Interaktion, in einer Beziehung. Es trifft mich mitten ins Herz. Ich weiß auf einmal, Gott ist da. Und die Sache ist, in so einer Begegnung ist es oft so, dass ich merke, Gott ist vielleicht gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gott lässt sich gar nicht so einfach festlegen. Du kannst Gott nicht einfach kalt erklären mit Büchern, mit theologischen Gedanken. Gott ist so und so, Sätze festlegen. Manche Leute sagen auch, Gott muss so und so sein, weil so und so steht es geschrieben oder wie auch immer. Nee, Gott hat ein Eigenleben. Gott hat ein Eigenleben. Und er hat eine Privatsphäre, in die niemand so einfach reingucken kann. Und manchmal ist es sogar so, wenn du in Gottes Nähe kommst, dass du ihm wirklich unheimlich nahe kommst, im Sinne von, es ist fast schon ein bisschen unheimlich. Also dieses Geheimnis, Gott hat einen unberechenbaren Teil in sich. Feuer ist angenehm warm, wenn man einen gewissen Abstand hat. Wenn man zu nah rangeht, wird es unangenehm. Deswegen sagt Gott auch, komm nicht näher. Ein brennender, also Feuer, in einem Dornbusch. Ja, Dornen. Ja, nicht gerade das Gebiet, wo man sich gerne aufhält, so in so einem brennenden Dornbusch. Ja. Man braucht ein bisschen Abstand dazu. Das Krasse ist, Gott begegnet dir trotzdem, also mir jedenfalls, oft auf Augenhöhe. Das war ja auch das Krasse an Jesus. Dass Gott in Jesus den Menschen auf Augenhöhe begegnet ist. Aber er ist halt immer noch Gott, auch wenn er uns auf Augenhöhe begegnet. Und ich kann ihn nicht einfach festschreiben, er ist so und so und so. Es gibt eben nur diese Hinweisschilder. Folgen muss ich den Hinweisen selber. Aber wenn man diesen Hinweisen dann folgt, wenn man ihnen folgt, dann sagt dieser heilige Gott auch, ey, ich habe das alles gehört. Alles, was dich bewegt. Ich habe das gehört. Meine Leute, die Klage meiner Leute in Ägypten. Ich habe das alles gehört bei den Sklaventreibern. Ihr Flehen. Mir ist es nicht egal. Mir ist es nicht egal. Und genauso gilt das für heute. Gott sagt, eure Gebete, euer Flehen, eure fröhlichen Lieder, eure traurigen Lieder. Ich habe das alles gehört. Und dein Leben, ich habe das alles gesehen. Und ich bin da. Ich bin da mittendrin. Und mir ist das nicht egal. Du kannst mir vertrauen. Du kannst dich auf mich verlassen. Du kannst dich mir sogar anvertrauen. Ich bin euch nahe. Und wenn wir so einen Gottesmoment haben, wo wir diese Nähe Gottes so spüren, dann ist das so, als würde das wie ein Feuer uns von innen wärmen, diese Gewissheit, dass das wirklich so ist, diese Gegenwart dieses heiligen Gottes, die mich von innen wärmt. Erstes Ding, Nähe Gottes. Zweites, Wertschätzung. Wenn du einen so einen Gottesmoment hast, dann, wenn ich so einen Gottesmoment habe, eine Gottesbegegnung, wenn ich Gott treffe, dann baut mich das auf. Dann spricht mir das Wert zu. Gott nennt Mose bei seinem Namen. Mose. Mose. Christoph. Paulina. Igor. Clemens. Lisa. Toni. Wie er auch immer heißt. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Und du kannst das. Den Auftrag, den ich dir gebe, du kannst das. Gottes Blick ist nicht kalt.
Gottes Blick ist nicht abschätzig, so nach dem Motto, ey, du kannst froh sein, dass ich so nett bin, dass ich dich überhaupt anspreche. Nein, Gottes Blick ist voller Wärme und voller Wohlwollen und voller Güte. Wenn wir sagen, Gott liebt dich, weiß nicht, ob ihr den Satz schon mal gehört habt. Wer hat den schon mal gehört, Gott liebt dich? Hat den jemand von euch schon mal gesagt eigentlich? Wenn wir sagen, Gott liebt dich, dann meinen wir, Gott liebt dich wirklich und zwar so, wie du jetzt hier sitzt. Gott liebt dich so, wie du jetzt hier gerade sitzt. Nicht irgendein besseres Zukunfts-Ich, ja, von dir, eine, was besser ist, was perfekt ist, sondern die Version, die jetzt gerade von dir sitzt, wo du selber vielleicht gar nicht so zufrieden mit bist. Das ist das, was Gott gut findet und wertschätzt und sagt, du bist wertvoll im Hier und Jetzt. Gott sagt über deinem ganzen Leben ja. Einfach nur ja. Findet ihr das gut? Ich finde das gut. Du bist wertgeschätzt. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Kennt ihr so einen Lehrer, der das so macht? Ich hatte so einen Lehrer, der immer nicht so richtig unter die Tafel geworfen hat am Ende. Mache ich jetzt auch. Nur für euch. Orientierung. Ich bekomme Orientierung. Mose bekommt ja eine ziemlich krasse Orientierung. Er bekommt tatsächlich in diesem Moment, wo er Gott da begegnet, seine Lebensberufung, seine ganze Lebensaufgabe. Das, wo Gott sagt, ey, geh doch mal hin zu dem Pharao. Ich sag's euch, das zieht sich. Da kommt ein ziemlicher Rattenschwanz hinterher. Das dauert ein bisschen. Einige Jahre. 40 Jahre Wüstenwanderung. Naja, gut. Aber manchmal kriegt man auch so ganz kleine Orientierung. Was man einfach merkt, ey, was ist einfach der nächste Schritt, den ich machen soll? Ich erlebe das, ich auf einmal eine Klarheit bekomme und weiß, durch diesen neuen Blick, den Gott mir schenkt, vielleicht, was ich machen soll. Und manchmal ist es auch so, dass die Orientierung darin besteht, dass ich merke, dass gerade, so wie es jetzt ist, alles gut ist. Dass ich gar nicht weiter gehen muss. Dass ich einen Frieden bekomme mit dem, wie es jetzt gerade ist. Das kann auch Orientierung sein. Also Gottes Orientierung ist kein kalter Auftrag. Ja, mach jetzt das und das für mich, was dir vielleicht überhaupt nicht wichtig ist und was dir vielleicht auch gar nichts bedeutet. Ja, Mose war sehr, sehr betroffen von dieser Situation und es hat ihm eigentlich sehr viel bedeutet. Aber Gott ist ja der Gott, der befreit. Gott ist ja gerade der, der die Leute rausholt von den Sklaventreibern. Er ist ja selber kein Sklaventreiber. Deswegen sind seine Berufung und Orientierung, die er schenkt, auch sollen befreiend sein. Aber es kann dich trotzdem noch ganz schön herausfordern. Der Weg ist auch immer nicht immer ganz einfach. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, wie das bei mir war. Ich habe nämlich auch so einen kleinen Gottesmoment. Ich hatte schon mehrere in meinem Leben. Ich bin sehr dankbar dafür. Und einer, da war ich bei mir zu Hause, bei meinen Eltern. Da war ich 17 Jahre alt. Habe ich in meinem Zimmer gesessen, an meinem Lebensmittelpunkt, meinem Schreibtisch, ja, wo mein Computer stand, wo ich immer gezockt habe und so weiter. Und das war also wirklich der alltäglichste Ort meines Lebens. Mein Schreibtisch und daneben stand mein Bett. So. Und ich war auch in so einer Art, ja, Alltagstristesse, weil ich war überhaupt nicht überzeugt davon, dass das, was ich beruflich irgendwie mir vorgenommen hatte für meine Zukunft, dass das das Richtige ist. Ich hatte irgendwie so eine innere Blockade und das ist jetzt kein Witz. Ich habe mir das GJW-Jahresprogramm genommen und habe darin rumgeblättert, weil ich gedacht habe, ey, da muss doch noch mehr gehen, vielleicht irgendwie Bock auf so eine Bibelschule so. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Mein Bett hat angefangen zu brennen. Und Gott sprach aus dem Feuer zu mir. Hat gesagt, Christoph, nee, es ist nur ein Spaß, das ist natürlich nicht passiert. Aber es wäre eine krasse Geschichte gewesen, oder? Nee, leider nicht. Mein Bett hat nicht angefangen zu brennen. Ist nur ein Spaß. Bei mir war das nicht so, sondern ich habe einfach das durchgeblättert, habe gesehen, ey, die Bibelschule, Alter, die kostet aber richtig Geld. Habe ich nicht, kann ich nicht machen. Aber direkt daneben war das Zeit für Gott, ja. FSJ vom GJW. FSJ vom GJW gibt's immer noch. Und ich habe das gemacht. Zeit für Gott. Ich habe gedacht, Alter, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Ein Jahr mal Gott schenken und mal gucken, was passiert. So war das früher auch. Man wusste nicht, wo es hingeht. Es wurde da eingeteilt. Und ich habe gedacht, ja, geil, das mache ich. Und dann habe ich das gemacht.
Und das war für mich so ein Moment, wo so ein Lebensweg angefangen hat. Es gab auch schon davor Momente und danach. Also ich kann euch nur empfehlen, Gott mal ein Jahr eures Lebens zu schenken. Was dabei rauskommt, ich sag's euch, hat einen ziemlichen Rattenschwanz. Jedenfalls bei mir. Dann war ich im GJW Bayern. Sind Leute aus Bayern hier? Als FSJler, das war super, war eine gute Zeit. Hab ganz viel erlebt. Also es gibt Next Chapter, es gibt FSJ. Sucht euch irgendwas Cooles nach der Schule, was ihr machen könnt. Okay, das waren also die drei Punkte, die ich euch kurz zeigen wollte. Es sind alles Punkte mit Wärme, die mit Wärme verbunden sind. Wenn du so einen Gottesmoment hast, dann spürst du die Nähe Gottes unmittelbar. Du fühlst dich wertgeschätzt, du wirst wertgeschätzt und im besten Fall bekommst du Orientierung. Das ist nicht immer alles gleich doll. Manche Leute bekommen auch nur Wertschätzung, was sehr gut ist, was sehr wichtig ist. Oder ganz viel, dass sie spüren, boah, Gott ist gerade so da. Ja? Das muss nicht immer alles auf einmal sein. Es sind einfach, ist einfach ein Hinweisschild, wie ich das erlebe. Ja? Und jetzt habe ich euch ja noch eine letzte Frage versprochen. Ich habe ja gesagt, drei Fragen. Die erste Frage war ja, hast du Gott schon mal erlebt? Die zweite Frage, woran würdest du merken, dass es Gott ist? Die dritte Frage, was wäre, seid ihr bereit für die dritte Frage? Was wäre, wenn du Gott hier auf dem Buju begegnen würdest? Was wäre, wenn das wirklich passieren würde? Wenn das echt passiert? Vielleicht sind in deinem Leben schon mal Dinge in Flammen aufgegangen, wie mein Bett in meinen Wunschvorstellungen. Ja? Vielleicht sind bei dir Dinge kaputt gegangen, auf die du dich immer verlassen hast und wo du irgendwann merkst, ey, scheiße, das, worauf ich alles gebaut habe, das geht irgendwie in Flammen auf. Das hält überhaupt nicht. Das, was immer sicher war, ist auf einmal verbrannt. Ich habe das schon erlebt, manchmal. Aber gleichzeitig, und ich glaube, die Erfahrung teile ich mit ganz vielen Leuten, die hier das alles veranstalten und die hier sind, gibt es eine Grunderfahrung, nämlich, dass Gott nicht verbrennt. Dass Gott nicht verbrennt, dass er trägt. Und das ganze Buju hier, das ist wie so ein Hinweisschild. Ein riesiges Hinweisschild darauf, auf diesen Gott, dem du vertrauen kannst, dem du dich anvertrauen kannst. Wie krass wäre das, wenn du das hier erleben würdest. Vielleicht sehnst du dich sogar danach. Vielleicht sehnst du dich in deinem Innern danach, ich möchte Gott eigentlich wirklich begegnen. Vielleicht ist es dir auch egal. Okay, das wäre auch in Ordnung. Aber es kann passieren. Du weißt nie, was passiert. Vielleicht wirst du auch aufgeregt, wenn du daran denkst, weil du bisher immer eigentlich nur über Gott nachgedacht hast und über Gott gesprochen hast und nie so richtig mit Gott. Und dein Herz fängt an zu pumpen, weil es auf einmal unglaublich nahe kommt. Viel näher, als du vielleicht wolltest, oder so. Wie krass wäre das? Diese Geschichte von Mose ist ein Hinweisschild. Das, was ich euch erzähle, ist so eine Art Hinweisschild. Die Erfahrung, die musst du selber machen. Und wie krass wäre das, wenn das hier auf dem Buju, auch wenn es nicht der Alltag ist, so ein besonderer Moment wäre, wo das passiert, wie du auf einmal einen Moment hast, als würdest du vor so einem brennenden Busch stehen, der nicht verbrennt. Okay, ich möchte jetzt euch zu etwas einladen. Wenn du bereit bist, dafür dich zu öffnen oder wenn du einfach Lust hast mitzumachen, dann machen wir jetzt was. Das ist jetzt kein Witz, wir ziehen jetzt mal unsere Schuhe aus. Wisst ihr noch, wie Mose vor dem Busch stand und Gott gesagt hat, zieh mal deine Schuhe aus. Wir ziehen jetzt mal unsere Schuhe aus. Macht mal mit, wer ein mutiges Herz hat, zieht die Schuhe aus. Wer noch Schuhe anhat, war nicht dabei. Und die Socken auch. Komm, Socken auch. Haben alle die Schuhe aus. Macht mal schneller. Ich bin schon über der Zeit. Okay, jetzt, wenn ihr euch traut, stellt euch mal hin auf die Wiese mit euren Füßen. Und
Spür mal diesen Moment. Mach mal die Augen zu. Atme mal ein, ganz tief und wieder aus. Und nochmal. Spürst du das Knistern in der Luft? Endlich ist Bujo. Alter, endlich. Ich kann es selber kaum glauben. Und jetzt hör mal in dich rein. Gibt es da auch sowas wie eine Sehnsucht? Brauchst du mal wieder etwas Wärme? Möchtest du, dass jemand mal wieder deinen Namen sagt? Oder dir, brauchst du neue Orientierung? Pumpt vielleicht dein Herz gerade? Vielleicht denkst du, Gott, ey, ich brauche dich neu. Ich möchte euch jetzt ein Angebot machen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ein ganz kleines Gebet mit mir sprechen. Ich lese euch das jetzt mal kurz vor, wie das ist. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte das mitbeten, dann könnt ihr das danach mir einfach nochmal nachsprechen. Okay? Ich lese einmal kurz vor. Das Gebet geht so, sehr kurz, man braucht keine langen Gebete. Gott, ich will nicht viel von dir, nur eine Sache. Wenn du willst, begegne mir auf diesem Bujo. Das wünsche ich mir. Amen. Wenn du möchtest, bete es mit, entweder still in dir oder laut aussprechen. Lass uns zusammen beten. Wer möchte, kann mitbeten. Gott, ich will nicht viel von dir. Nur eine Sache. Wenn du willst, begegne mir auf diesem Bujo. Ich wünsche mir das. Amen.